Hallo und willkommen zurück beim Minecraft Live in the Woods Let's Play Together mit der Tibra. Grüß und euch. Mir, dem Anduin. Grüß euch. Ja, ich habe den Kanal durchgängig gemacht. Jetzt muss ich ihn noch mit Wasser etwas anreichern. Ja. Kübelchen. Kübelchen holen. So ist es. Das Feld ein bisschen erweitern. Ja, ich bin noch immer dabei, den Raum auszuheben, damit wir unser Cobblestone-Farm bauen können. So. Dann haben wir 3, 6, na gut, 7. Dann laufe ich mal zurück, denn ich habe schon jede Menge klumpert im Inventar. So schöne Äpfelbäume. Äpfelbäume. Ja, ja, und die Hühner. So, dann geht's da mal retour. Dann stellen wir sich da mal unsere Werkbank auf. So, was? Eine Spitzhacke. Ich werde hier auch einiges weggeben. Eine zweite, eine dritte, eine vierte. Und weiter geht's. Ja. Eins, zwei, drei. So, ab in die Küche. Gut, dann haben wir die Ecke. Mhm. So. Die Küche. Ja, was gibt's zum Erzählen? Ach, was gibt's zum Erzählen? Ich suche Grimmskramslade. In der Küche. Ach so. Wo ich alles reinmüllen kann. Ja. Was gibt's zum... gewohnt ist. Ja, genau, eine Katastrophenlade. Genau. Die finde ich ja immer, die begeistert mich immer wieder, wenn ich die aufmache. Ja. Die reinigt sich selbst, weil man stopft vorne rein und hinten fällt es raus und hat nie wieder gesehen, weil das verschwindet im Küchenbau hinten. Genau. Nein. Nicht? Nein. Funktioniert die nicht so? Oder praktizierst du sie nicht so? Ich praktiziere es nicht so. Ich räume sie schon aus. Hallo? Okay. Okay. Nein, nicht okay, ist so. So, das brauche ich für den Durchgang. Ah, schauen wir mal in diese Kiste rein, die gehört in Anduin. Oh, sehr interessant, sehr interessant. Was? Ja, ja. Welche Kiste gehört mir? Diese Kiste. Du weißt schon, dass wir jetzt da keinen Lärmschutz mehr da stehen haben zwischen unseren zwei. Also ich brauche nur bei dir aufs Display schauen. Sieh, was du machst. Ah, gar. Alles legal. Hast du nicht letztens gesagt, dass die irgendwelche Themen, die man YouTube einmal... Ja. Was waren das? Das waren die notorischen Mittelspurfahrer auf der Autobahn. Echt? Das war das? Okay. Dann hast du jetzt die Möglichkeit. Die bringen mich absolut, absolut zur Weißglut, wenn die auf der Mittelspur fahren und nicht schneller werden, also wenn sie überholen wollen, aber gleiche Geschwindigkeit haben wie die auf der rechten Spur, da werde ich wahnsinnig. Oder bei der Dreispurigen dann ganz links fahren und langsamer werden, sobald sie links sind. Ja, genau, die machen mich wahnsinnig. Also, liebe Zuseher und Zuseherinnen, vielleicht ist jemand dabei, der sich angewohnt hat, aus Bequemlichkeit in der Mitte zu fahren. Bitte unterlasst es. Oder ihr kennt solche Personen ja mehr nicht an. Also die Tibra nimmt es natürlich von euch an. Ich glaube nur das Beste von unseren Zusehen. Da gibt es natürlich keinen, der Mittelspurfahrer ist. Ja. Aber sollte einer dabei sein, dann schaut es, dass nie der Tibra beginnt. Jetzt. Nein, es war wirklich wieder mal. Ich floss dann mit 160 vorbei. Warte. Das war erst nicht auf der linken Spur, denn der vierte finden wir in Österreich
glaube ich, gar nicht bis kaum. Na doch. Es gibt Abschnitte, wo mehr vierspurige Autobahn, Stadtautobahn in Wien. Naja, das stimmt zum Beispiel auf der Südautobahn raus, südlich von Wien, da hast du schon nicht mehr Stadtautobahn, weil du darfst ja schon die 130 fahren. Und hat, glaube ich, 4 oder 5 Spuren sogar noch. Also das geht ja schon bis Wiener Neudorf raus. So weit schon? Ja, bin ich mir gar nicht sicher. Sogar bis zur Industriezone. Okay. Auf jeden Fall, dann bin ich auf der 4. Spur zu finden. Vor Zorn. Geschwindigkeitsüberschreitend. Muss ich leider dazu sagen. Ja, das sollte vielleicht auch nicht unbedingt das Resultat sein bei dem Ganzen. Nein. Aber es stimmt schon, ja. Also ich verstehe es auch teilweise nicht. Wenn 3 Spuren da sind und die rechts oder die in der Mitte ist frei, dass man dann trotzdem 1 weiter links ist, nur weil es vorhanden ist. Mhm. Das ist merkwürdig. Naja, wie dem auch sei, das war mein Thema zum Tag, was mir eigentlich wahnsinnig gemacht hat. Ja. Mein Thema zum Tag echt, was wäre, ich habe gestern, also ich schaue regelmäßig, beziehungsweise wir schauen regelmäßig, die ganzen Gaming-Neuheiten und was so zukünftig kommt und so, schauen wir immer bei GameStar, weil ich da immer seit Jahren und noch immer fleißiger Abonnenter bin von der Zeitschrift. Und aufgrund dessen habe ich mir da angewohnt, dass ich dort... Von eigentlich auch, ne? Genau, ja. Dass ich da halt auch einen YouTube-Kanal abonniert habe und schaue dort halt so teilweise die Tests zu den Videos oder wenn es halt sonst irgendwelche Neuigkeiten gibt. Und da ist mir aufgefallen, ein Beitrag, den hat gemacht... wer war das eigentlich? Der Julius, glaube ich, war das. Der Julius und die Elena, glaube ich, heißt sie. Zum Mass Effect 4 ist das, Andromeda, also dieser neue Mass Effect-Teil. Mhm. Mir geht es jetzt gar nicht so um Spiel aus, wie mehr um die Tatsache. Um die Diskussion, die sich da, die entstanden ist während dem Video von den beiden, wo man gemerkt hat, sie versuchen zu rechtfertigen, warum dieser AAA-Titel doch spielenswert wäre. Und da hat mich aufgrund halt vieler anderer Videos, die ich in den letzten Wochen und Monaten verfolge, mittlerweile irgendwie ein Gedanke hat sich da eingeschlichen, dass es heute eigentlich gar nicht mehr möglich ist für diese Moderatoren, Reporter, wie immer man sie nennen will, Journalisten und so weiter von den Zeitschriften, dass sie ein Spiel noch so bewerten oder darstellen, wie sie es selbst empfinden, weil es gibt nur mehr Hasstiraden. Ja. Also wenn du schaust im YouTube oder im Internet, wenn ein neues Game kommt, egal ob das jetzt Call of Duty ist, und ja, es stimmt, es kommt da jährlich wieder eins raus, es sind alles Retorten vom letzten, es gibt nicht viel Neues, aber man ist halt als Gamer ja auch nicht verpflichtet, dass man es kauft. Ja. Und das, was ich nicht verstehe momentan, ist, dass immer und zu allem mittlerweile Hating-Tiraden passieren. Ja, stimmt. Also wurscht, wo du nachliest oder welches Video du dir anschaust, ist auch etwas, was mir ehrlich gesagt auffällt, immer mehr bei den YouTubern, vor allem bei denen, die bekannt sind. Also wir gehören zum Beispiel auch zu denen, die Gronkh regelmäßig sich ansehen mit seinen neuesten Videos. Mhm. Die neuesten schauen wir meistens gar nicht, wir sind immer ein paar Wochen hinten. Ja, wir schauen es schön nacheinander. Und schauen dafür halt das Let's Play durchgehen, schauen dann auch oft mehrere Folgen an einem Tag. Genau. Auch dort findest du immer wieder Leute, die nichts anderes können, als wie sie nur darüber beschweren, warum man das jetzt so macht und warum man das nicht tut. Und ich bin eigentlich auch, ja, wenn sie einen Vorschlag haben, dann ja, schön vorbringen oder wenn es ein guter Input ist, aber fragen, warum man dies oder jenes nicht macht, ist doch völlig normal. Mhm. Und nicht von vornherein schimpfen, du machst Blödsinn. Mhm. Mach das doch mal besser. Ja, richtig.
Erstens, man muss es einmal besser machen. Genau. Trifft bei dem YouTuber genauso zu wie bei den Entwicklern. Ja. Ich habe auch genauso Spieletiteln, die mir nicht so gut gefallen. Ja, das ist aber was jetzt persönliche. Genau. Ja. Das ist mein persönliches Empfinden zu dem Game. Das heißt noch lange nicht, dass es wirklich so ist. Mhm. Kannst du bitte wieder Tag machen? Kannst du doch auch. Ja, stimmt. Okay, danke, hast schon. Hm. Ja. Und ich würde sagen, kann man da denn nicht ein Game einfach game lassen, wie es ist, würdigen, was es kann? Denn es geben sich wirklich oft viele Mühe. Ja, ich finde es cool, so wie es sind, die Games. Hm. Und wenn es wir nicht spielen, dann bitte soll es lassen. Hm. Aber nicht ständig schimpfen, was alles nicht passt. Also ich glaube, nur wenige Titel haben es wirklich verdient, dass man jetzt sagt, das ist von vornherein Schrott. Ja. Es geht ja darum, dass es eigentlich mit diesen Hitten und so dazu abgestempelt wird, dass es Schrott ist. Und ich nehme mal an, glaube ich, ja, zu der Meinung stehe ich ja ehrlich gesagt, dass sich jüngere Käufer schon sehr davon beeinflussen lassen, was dann von der Mehrheit für ein Statement abgegeben wird. Mhm. Und die sollen sich ihre Meinung bitte selbst bilden können. Ne? Wenn es die persönliche Meinung ist, wenn es einem nicht gefällt, wenn man deshalb jetzt unglücklich ist, wenn man das Geld ausgegeben hat, dann ist es halt nicht die Art von Spiel oder dann entspricht es den persönlichen Vorlieben nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Titel deshalb wirklich schlecht ist. So ist es ja. Ich glaube, es gibt heute auch nur mehr wenig echte schlechte Titel, weil es kaum mehr Entwickler leisten kann, dass er jahrelange Produktion im Gully runterkübelt. Also das passiert nur in den seltensten Fällen. Ausrutscher, richtige Ausrutscher. Mhm. Das andere sind Games, ja, die halt eine gewisse Zielgruppe ansprechen und damit natürlich auch an gewissen Personen vorbeigehen. Ja. Ich habe genauso meine Erwartungshaltungen zu Games, die teilweise nicht erfüllt werden. Eines der besten Beispiele in den letzten Monaten für mich ist No Man's Sky. Also mir wirklich gefreut auf den Titel, hat man es Gott sei Dank nicht gekauft, weil eben bevor ich was kaufe, mir immer dann Videos anschaue. Das ist aber eine persönliche Einstellung, ob man es dann kauft oder nicht. Genau. Aber deswegen muss es ja nicht scheiße sein, weil es doch sehr viel investiert worden ist an Arbeit. Und vom Stil her würde es mir ehrlich gesagt jetzt auch noch immer sehr gut gefallen. Aber es gibt halt andere Themen in dem Game, wo ich mir dann gedacht habe, nein, für das gebe ich eher das Geld nicht aus. Habe dann gewartet und wir haben uns jetzt Ghost Recon Wildlands gekauft. Mhm. Ja. So, ich muss mal ein paar Steine wegbringen. Sollte ich da drüben, glaube ich, eine Kiste aufstellen. Ich habe bald überall Kisten. Macht ja nichts. Irgendwer muss das dann wieder mal zusammenführen an einem Punkt. Das ist das, ja. Genau. Das nachdem, kannst dass du ich ganz bin, gut. Ja, genau. Du bist ganz da begabt genau. Für sowas. Nein, ich habe nur in Ehrgeiz und das Durchhaltevermögen. Bin nicht mehr begabt wie du für so einen Job. Wenn du meinst. Aber die Tibra langweilt so Sachen relativ schnell und findet er sich dann immer was anderes. Naja. So, das da rein. Da nichts raus. Ich habe, glaube ich, schon was Glock. Da mal ein bisschen Erde, die würde ich. Ah, da, was? Warum bin ich da voll? Hm, ja gut. Irgendwie. Okay. Ich bin darauf. So. Dieser Block. Ist das nicht diese Erde, oder? Was denn? Ach so. Ah, das ist voll wahrscheinlich. Mit Erde. Ja. Deshalb bist du nichts mitgekommen. Ja, zurückkommen zu dem Thema. Das ist mir halt aufgefallen bei dem Effekt, den Traumata. Dass auf alle Fälle
Also vermute ich mal, ein Titel ist, der, ja, wo sich der Entwickler nicht leisten wird, dass der jetzt grundsätzlich überhaupt nicht passen wird. Aber Mass Effect ist schon eine sehr bekannte Marke. Mhm. Ja, aber jeder kann sich seine Meinung machen, aber grundsätzlich muss es ja dann nicht schlecht sein. Ja, genau. Die eigene Meinung ist nicht unbedingt die Meinung für die gesamte Öffentlichkeit. Yep. Für die Mehrheit, das sollte man immer bedenken bei sowas. Und das gilt halt auch genauso bei Videoinhalten. Genau. Ist mir das jetzt auch aufgefallen? Ich würde mal sagen, Gott sei Dank sind Geschmäcker verschieden, sonst würden alle nur ein und dieselbe Sorte Bier trinken, ein und das gleiche T-Shirt tragen. Genau. Ja. Das ist eben die Vielfalt. Und das ist grundsätzlich mal nichts Schlechtes. Jo. Ja, ich bin durch. Durch? Ach so, mit dem Kanal. Genau, ja. Du arbeitest ja am Kanal. Canale Grandi. Am Canale Grande. So ist es. Kann man eigentlich eine Fackel an der Decke anbringen? Nein, also oder? Mir wäre das noch nicht aufgefallen, nie. Cool. Ich bin durch. Ja, super. Applaus, Applaus. So, gelegentlich können wir das noch ein bisschen verbreitern. Und umso mehr freut es mich, ja, zu dem Thema, dass dann so Spieletitel wie Horizon Zero Dawn doch noch gefeiert werden. Also es ist ja nicht so, dass immer alles schlecht ist, das darf man nicht sagen. Stimmt, ich glaube, ja, das ist momentan einer der wenigen Titel, der sehr gut ankommt. Der hebt ziemlich ab, ja. Community. Gefällt uns selbst auch sehr gut, ist halt leider ein reiner PlayStation-Titel. Ja, finde ich nicht wirklich leicht zu spielen. Wird es ihm bei uns nicht so schnell zu sehen geben. Eigentlich wahrscheinlich nie. So. Cool. Da hätte ich ja noch einiges. Finde es auch irgendwie ehrlich gesagt schade, weil es so geil wie der ausschaut. Wir schauen da selbst gerade bei einer YouTuberin das Let's Play zu Horizon Zero Dawn. Und wenn man da sieht, die Grafik und die Atmosphäre und dann leider, unter Anführungszeichen, leider nur für die PlayStation oder für die Spielekonsolen, das schmerzt etwas. Weil gerade bei den Grafikeffekten wäre am PC weit mehr möglich noch. Also wenn man da wirklich die heutige Hardware komplett ausreizen würde am PC, wie das ausschauen würde. Das wäre wahrscheinlich das erste, wo sich der Witcher verstecken könnte. So, was habe ich denn da alles bekommen? Oh, eine Krabbe, eine Garnele, Preiselbeeren. Ja, hallo. Lecker, lecker. Algen. Und für mich momentan, dass man es hier auch nochmal erwähnen bei Minecraft, das was atmosphärisch bei mir derzeit am besten ankommt, Tom Clancy Ghost Recon Wildlands, was wir sie eben gekauft haben. Ja. Also ich finde das, schaut's da mal rein, wenn nicht bei uns, dann bei irgendeinem anderen Let's Player. Schaut euch das Game mal an. Es ist nicht, von der Grafik her gibt es vielleicht Titel, die noch weit besser sind, von den Texturen und so weiter, aber es ist atmosphärisch, also derart geil. Super cool, ja. Ubisoft versteht es einfach, Open Worlds zu kreieren. Ja. Also mehr Flairs, mehr südamerikanisches Flair kann man wirklich nicht mehr in ein Game packen. Man fühlt sich jeden Meter und bei jedem Blick, bei jedem Panoramablick. Ja, ich muss mich oft genug ertappen. In Bolivien wir. Genau. Ich muss mich oft genug ertappen,
dass ich einfach stehen bleibe und schaue. Mhm. Während des Games. So. Gut, da ist die Zeit schon wieder um. Eine Menge Irres. Boah, ich habe meinen Raum noch nicht rausgekommen. Ich werde jetzt, glaube ich, den Raum kurz fertig ausheben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Mhm. Ciao. Ciao.